Was genau ist eigentlich Markertraining? Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dog Nizer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute will ich euch erzählen, warum ich mit meinen Hunden Markertraining mache und was daran so super ist. Beim Markertraining geht es darum, dass ich dem Hund ein Signal beibringe. Das kann auch ein Klicker sein oder ein bestimmtes Wort, das dem Hund sagt, genau das, was du in diesem Moment tust, ist perfekt. Bei diesem positiven Training ist der Riesenvorteil, dass der Hund sich darauf konzentriert, was er gut macht und ich in der Erziehung nicht immer nur darauf hinweise, was er schlecht macht. Das heißt, ich versuche dafür zu sorgen, dass der Hund eben die positiven Dinge positiv verknüpft. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass durch das Markerwort ein Foto gemacht wird. Und das, was der Hund in dem Moment macht, das wird quasi fotografiert und festgehalten. Und dadurch, dass ich meinem Hund danach immer eine Belohnung gebe, also ein Markerwort ist doch eine Ankündigung für eine Belohnung, wird der Hund dieses Verhalten immer öfter anzeigen und anbieten und dadurch eben sehr schnell sehr positiv lernen. Denn Hunde machen natürlich das, was sich für sie lohnt, also wofür sie eine Belohnung kriegen, sehr gerne und sehr oft. Das ist auch das Schöne an dem Markertraining oder auch Klickertraining, wie es manchmal heißt, nämlich, dass es ein ganz, ganz positives Training ist und das ist super für eure Bindung und eben dafür, dass der Hund ein ganz positives Leben führt und ich meinen Hund positiv erziehen kann. Der Marker ist ein sogenannter Verstärker, das heißt, er sagt deinem Hund, das ist super, was du in dem Moment tust und der Hund wird es, wie ich schon sagte, öfter anbieten. Als Markerwort eignet sich super gut ein sehr kurzes Wort, was ihr im Alltag nicht unbedingt benutzt. Top, ein Yes, ein Good, also Worte, vielleicht auch Englisch, die ihr so im Alltag nicht benutzt. Ihr könnt auch einfach Klick sagen, wenn ihr das Klickertraining ein bisschen imitieren wollt. Das Schöne an einem Markerwort ist, dass ihr den Marker immer dabei habt. Beim Klicker ist es natürlich so, dass du den Klicker erstmal in der Hand hast, das heißt, du hast die Hände nicht frei und man kann den Klicker halt auch mal vergessen. Und dein Markerwort hast du immer dabei, deine Stimme hast du ja logischerweise auch immer dabei. Weiterer Vorteil vom Markertraining ist, dass du dir Zeit verschaffst. Du wirst vielleicht kennen, dass man einen Hund innerhalb von eigentlich ein paar Millisekunden für Verhalten belohnen muss, damit der Hund die Belohnung in Kombination zu seinem Verhalten versteht. Beim Markertraining hast du dadurch ein paar mehr Sekunden Zeit, denn du kannst deinen Hund markern und bis du dann deine Belohnung rausgeholt hast, hast du halt einfach ein paar Sekunden mehr Zeit. Das ist auch ein Riesenvorteil. Deshalb ganz wichtig, das Markerwort ist immer eine Ankündigung für eine Belohnung. Du solltest den Hund auch immer belohnen. Auch wenn es passiert, dass du markerst und das Verhalten in dem Moment vielleicht sich geändert hat vom Hund und du im Prinzip das Falsche gemarkert hast, dann belohne deinen Hund trotzdem, denn sonst verliert der Hund das Vertrauen in dich und in das Markerwort und es wird langfristig nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn du markerst, solltest du deinen Hund auch immer belohnen. Es ist ein Versprechen auf eine Belohnung. Welche Form der Belohnung du verwendest, das kommt ganz auf deinen Hund an. Für den einen Hund ist Futter die größte Belohnung, für den anderen Hund ist es ein Spielzeug. Aber auch irgendwo hin zu dürfen, zum Beispiel wenn dein Hund an der Leine gerne schnüffelt, kannst du auch nicht schnüffeln, damit belohnen, dass du sagst, du markerst und erlaubst dann deinem Hund an seinen Ort der Begierde zu kommen, also im Prinzip dann schnüffeln zu dürfen. Das ist auch möglich. Welche Belohnung du wählst, kommt ganz auf den Hund und auf die Situation an. Wie baut man Markertraining auf? Ihr braucht ganz viele Leckerchen, besonders kleine Leckerchen, die der Hund schnell schlucken kann, sind da empfehlenswert, damit ihr öfter hintereinander markern könnt. Also wenn ihr jetzt so einen großen Keks benutzt und der Hund da lange drauf rumkauen muss, dann ist es einfach ein bisschen unpraktisch fürs Training. Wir haben da in unserem Shop extra das Klickerfutter dafür entwickelt. Das stelle ich euch unten in die Beschreibung, dann könnt ihr das natürlich auch gerne nachshoppen. Und dann geht ihr einfach hin und belohnt erstmal, also markert erstmal, gar kein Verhalten, sondern einfach ihr markert einfach nur und gebt dem Hund dafür eine Belohnung. Das heißt, der Hund lernt, wenn dieses Wort kommt, kriege ich eine Belohnung. Top. 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 Wichtig dabei ist, dass immer erst das Wort kommt und ihr möglichst neutral euch verhaltet und erst danach das Leckerchen rausholt. Also so. Top. Gut. Super. Ihr seht schon an Leo, welche Erwartungserhaltung er beim Markerwort hat. Top! Super. Genau, man kann das Leckerchen auch mal wegrollen lassen am Anfang, damit er ein bisschen, also eigentlich hätte er es ein bisschen schneller sehen sollen, damit es ein bisschen dynamischer wird. So baue ich das auf. Das könnt ihr einfach mal eine Minute am Stück machen. Ein, zwei Tage hintereinander hat der Hund relativ schnell verstanden, welches Wort das Markerwort ist.
Und jetzt zeige ich euch mal, wie man damit eben eine Übung zum Beispiel macht. Ich belohne jetzt einfach mal jeden Blick von Leo zu mir und dann seht ihr ganz gut, wie dieses Markertraining funktioniert. Na, er guckt zwischendurch mal zu meiner Hand, das belohne ich nicht, top, sondern ich belohne nur den Blick in meine Augen und nicht zur Top-Futterhand. Top. Das Schöne am Markertraining ist, ich lasse einfach den Hund ausprobieren. Ich lasse einfach den Hund ausprobieren, was das richtige Verhalten ist. Und deswegen lernen die Hunde beim Markertraining so gut, denn sie müssen ja selber erstmal auf die Idee kommen, was genau könnte es denn das Verhalten, das gewünschte Verhalten sein. Und alles, was im Prinzip nicht korrekt ist in dem Sinne, ignoriere ich einfach, also markere ich halt einfach nicht. Ne? Und der Hund wird ja das anbieten, wofür es eben eine Belohnung gibt. Top! Top! Und deswegen ist das Training auch so positiv, denn der Hund kann nichts falsch machen, weil falsches Verhalten gibt es nicht. Es wird halt nur gutes Verhalten belohnt. Okay, leg dich hin. Wir werden euch in den nächsten Videos noch ein paar Ideen zeigen, was man mit dem Markertraining machen kann. Denkt bitte daran, dass eure Einheiten nicht zu lang sind. Ihr seht gerade bei Leo, wie anstrengend das für ihn ist. Also Markertraining strengt wirklich das Gehirn an, aber ist auch eine total tolle Art, eine gute Bindung zu euch herzustellen und eine gute Kommunikation zu schaffen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal für weitere Trainingstipps. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Training mit euren Hunden. Und bleibt immer lieb und fair zu euren Hunden. Bis dahin, tschüss!